Daten kriegt er nicht der Staat, das klingt beruhigend. Doch mancher ahnt schon längst die Wahrheit. Guten Tag, entschuldigen Sie die Störung. Können Sie mir die sagen? Das haben Sie doch sowieso schon fast alles. Da brauche ich doch gar nicht mehr viel rauszugeben. Man ist doch schon durchsichtig genug. So ist es. Mit ein paar Klicks kann Roland Eikenberg das auch beweisen. Das wäre eigentlich verschlüsselt, diese Seite. Schwupp, schon hat der Computerexperte mein Passwort ausgespäht, mein Facebook-Konto übernommen. Sie können alles sehen, Sie können mein Profil ändern. Ich kann Ihre Nachrichten natürlich auch lesen. Er zeigt, wer so alles zuschaut, wenn ich im Internet surfe. Marktforscher, Werbefirmen, Internetkonzerne. Man sieht hier so ein bisschen was von Tracking-Anbietern, sodass also nicht nur der Webseitenbetreiber den Besuch sehen kann, sondern auch ja, die Anzeigenfirmen. Dann wird's unheimlich. Google sammelt eifrig die Ortungsdaten durch das Handy seiner Kunden. Minutengenau weiß der Konzern, wann jemand wo und wie lange war. Sowas würde ich der NSA freiwillig nie geben. Muss ich auch nicht, weil sie eng zusammenarbeitet mit Konzernen, denen ich die Daten längst gegeben habe. Natürlich gibt es da Parallelen. Beide sind irgendwie darauf aus, ganz viele Daten zu sammeln und da Verknüpfungen zu erstellen. Richtig unangenehm wird es, wenn dann diese beiden Parteien, also einerseits kommerziellen Interessen und dann die Geheimdienste, sich zusammentun und dann die Daten ausgetauscht werden. Dann ist meine komplette digitale Identität offengelegt. Ja, Anfang Juni 2013. Im englischen Watford treffen sich führende Köpfe aus Politik, Wirtschaft und Geheimdiensten, abgeschottet von der Öffentlichkeit. Das ist eine antidemokratische Verschwörung, ein Konklave von Menschen mit dem gleichen Hintergrund der herrschenden Klasse im westlichen Kapitalismus. Sie stimmen hier ihre Pläne ab. Einflussnahme pur. Google-Chef Eric Schmidt, Amazon-Boss Jeff Bezos und Ex-CIA-Chef David Petraeus reden auf dem Podium hinter verschlossenen Türen über den Nutzen von Big Data, Massendaten für Staat und Wirtschaft. Die Demonstranten draußen sehen sich bestätigt. Um die totale Kontrolle über die Menschheit zu erlangen, hätten Staaten und Konzerne eine geheime Weltregierung gebildet. Verschwörungstheorie. Befeuert durch die Enthüllungen von Edward Snowden, ausgerechnet an diesem Wochenende im Juni 2013. Gibt es sie wirklich, diese Verschwörung? Was in der Zeitung steht, sieht danach aus. Bei Big Data haben mächtige Konzerne, Regierungen und Geheimdienste offenbar eng zusammengearbeitet. Bereitwillig gaben die Telekommunikationsfirmen Verbindungsdaten ihrer Kunden an den Abhördienst NSA. Bis dahin war es nur ein Verdacht, 2006 aber sogar einmal Thema bei einer Anhörung im Kongress. Mr. Whitaker, hat AT&T Kundendaten an eine Strafverfolgungsbehörde weitergegeben? Senator, wir schützen die Privatsphäre unserer Kunden und befolgen das Gesetz. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Verweigern Sie die Antwort? Wir befolgen das Gesetz. Gibt AT&T Kundendaten weiter? Ich sage Ihnen, wir verletzen das Gesetz nicht, wir befolgen es. Na, das ist nur eine rechtliche Beschreibung, aber ich frage Sie nach Tatsachen. Wenn Sie ein Redeverbot von der Regierung haben aus Gründen der Staatssicherheit, dann sagen Sie das. Senator, wir befolgen das Gesetz.
Ein Konzernboss verweigert Rechenschaft, weil die Regierung ihn zwingt, den Mund zu halten. Über das, was bei AT&T längst praktiziert wurde. Auch in San Francisco, im größten Datenzentrum von AT&T an der amerikanischen Westküste. Im Jahr 2002 arbeitete Mark Klein als Techniker für den Telefonkonzern. Es gab Gerüchte über Abhörmaßnahmen zur Terrorabwehr. Aber niemand wusste es genau. Bis Klein Seltsames im sechsten Stock entdeckte. Da war der Raum 641A und der hatte mysteriöserweise keinen Türgriff. Komisch. Klein wurde misstrauisch. Ich suchte nach dem Kabel aus dem Raum, aber es lief nicht zum Verteiler, sondern in die nächste Etage. Im siebten Stock verarbeitete AT&T den Internetverkehr. Klein fand ein paar Schaltpläne, in denen ganz offenbar an dieser Stelle eine Art Verteiler, ein Splitter, eingezeichnet war. In einem Splitter wird das Signal aufgespalten. Der eine Teil ging in die geheime Leitung. Der andere in das vorgesehene Kabel. Das Signal wurde also kopiert. Sein Verdacht hatte sich bestätigt. Ich war wütend, weil ich ja nicht für die NSA arbeiten wollte. Aber ich war Ende 50 und wollte meinen Job nicht verlieren. Also hielt ich die Klappe. Aus Angst. Klein schwieg. Jahrelang. Genauso wie offenbar sein Boss und die Chefs der großen Internetfirmen in Kaliforniens Silicon Valley. Freiheit, Unabhängigkeit, Staatsferne, darauf hatten sie immer Wert gelegt. Bis zum Beweis des Gegenteils. Und genau den lieferte Edward Snowden. Das PRISM-Programm ist eine weitreichende Zusammenarbeit der Internet- und Hightech-Firmen bei der Überwachung durch die NSA. PRISM zielt auf E-Mails, Videochats, Browserverläufe. Kaum jemand in Silicon Valley hätte das für möglich gehalten. Aber darüber reden will offenbar auch niemand. Wir haben große Internetunternehmen, die in das PRISM-Programm verwickelt sind, um Interviews gebeten. Ohne Erfolg. Ihre öffentlichen Statements klingen bemerkenswert ähnlich. Google sorgt sich zutiefst um die Sicherheit der Daten unserer Kunden. Wir geben Kundendaten in Übereinstimmung mit dem Gesetz an die Regierung weiter. Facebook sagt, wenn die Regierung von Facebook Daten verlangt, dann prüfen wir jedes Gesuch und befolgen die entsprechenden Gesetze. Die Internetkonzerne lieferten Daten an die NSA. Aber der Datenhunger des Geheimdienstes ging viel weiter. Die NSA stahl weitere Daten heimlich, indem sie sich in die Kabel zwischen den Datencentern von Yahoo und Google weltweit einklingte. Google hatte eigens Glasfaserleitungen angemietet, um den internen Datenverkehr zu schützen. Vergebens. Konzernchef Eric Schmidt empört sich im US-Fernsehen. Ich war schockiert. Sie sind richtig wütend. Sind wir. So eine Nutzung von Google-Diensten ist unautorisiert und sicher auch illegal. Dass eine unserer Regierungsbehörden mal eben in Googles eigene Datenströme eindringt, das ging weit über das aus Googles Sicht zurückhaltende und doch kooperative Verhältnis mit der Regierung hinaus. Schockierend. Ein Verrat an der Beziehung, die Google mit der Regierung zu haben glaubte. PRISM war die Vordertür, weil das Gericht sagte, ihr müsst der NSA auf Anfrage Informationen liefern. Nun finden sie raus, dass die Regierung durch die Hintertür einbricht und sich nimmt, was immer sie will. Es ist eine Folge der Grenzenlosigkeit des Internets.
Unsere Daten suchen sich ihren Weg durch die Netze der Internet- und Kommunikationskonzerne und meist nehmen sie den billigsten Weg. Der führt oft rund um den Globus. Ideal für die NSA, sie kann an unzähligen Stellen Daten abgreifen und in die eigenen Server leiten. Und das tut sie. Erstmals gibt ein ehemaliges Mitglied der US-Regierung das offen zu. In den USA klinken wir uns nicht einfach ein und sammeln Daten. In Übersee allerdings ist das unverzichtbar, um die Kommunikation derer zu bekommen, die sich verstecken wollen. Jeden will die NSA entdecken. Sie hat die Werkzeuge dafür. Der größte Enthüllungsskandal der Geschichte beginnt mit einer geheimnisvollen Mail von einem, der sich verstecken muss aus Angst. Im Dezember 2012 landet sie auf einem Computer in Rio de Janeiro. Glenn Greenwald, Journalist der britischen Zeitung Guardian, nimmt die Mail nicht ernst. Noch so ein Verrückter, denkt er. Das sind fast immer Leute mit Wahnvorstellungen und ihre Stories sind nicht besonders gut. Der nannte seinen Namen nicht, wollte mit mir reden, aber ich müsste vorher ein Verschlüsselungsprogramm installieren. Greenwald antwortet nicht. Die mysteriöse Quelle versucht es noch einmal. Diesmal geht die Mail an einen Computer in Berlin. Die amerikanische Filmemacherin Laura Poitras lässt sich auf einen verschlüsselten E-Mail-Verkehr ein. Poitras will wissen, was dran ist an den Behauptungen der Quelle. In New York sucht sie den Rat eines erfahrenen Kollegen, Barton Gelme. Der Investigativreporter ist Experte für nationale Sicherheit. Er soll die Quelle kontaktieren und beurteilen, ob sie glaubwürdig ist. Die Quelle nennt sich Verax, lateinisch für der die Wahrheit sagt. In verschlüsselten Mails verspricht Verax einen Knüller. Aber der Preis dafür könne hoch sein. Er glaubte, dass er seine Freiheit und wohl auch sein Leben riskierte und warnte mich, wenn die US-Dienste glauben, dass sie dich loswerden müssen, um die Story zu verhindern, dann ist auch dein Leben in Gefahr. Im Mai bekommen Poitras und Gelman eine Einladung von Verax. Euer Ziel ist Hongkong. Laura Poitras fragt auch Glenn Greenwald, den sie gut kennt, ob er mitkommen will. Sie treffen sich in New York. Abends im Hotel zeigte sie mir die E-Mails von diesem angeblichen Insider aus Sicherheitskreisen. Mit Zugang zu brisanten Informationen über illegale Aktivitäten. Er wollte sie uns übergeben. Poitras und Greenwald machen sich auf den Weg. Gelman bleibt zurück, er hat rechtliche Bedenken. Statt seiner ist ein erfahrener Reporter des britischen Guardian mit an Bord. Ewan McCaskill. Kurz vor dem Abflug hatte Verax eine erste Ladung von Dokumenten geschickt. Von meinem Platz aus sah ich, wie Glenn 13 Stunden lang auf seinem Laptop las und zwischendurch mit Laura redete. Glenn wurde immer aufgeregter. Ich habe keine Sekunde geschlafen. Unmöglich. Mein Adrenalin war zu hoch. Ich sah nicht nur das Ausmaß der Dokumente, ihre schiere Zahl, sondern wir hatten Tausende von streng geheimen NSA-Papieren über vielfältige Überwachungsmaßnahmen aus den sensibelsten Bereichen der Behörden. Wir konnten es gar nicht fassen. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass dies anders sein würde als jede andere Story, journalistisch und politisch. Hongkong.
Der Stadtteil Kowloon ist ein guter Platz, um unterzutauchen. Verax hat die Journalisten hierher bestellt, in die Lobby des Mira-Hotels. Sie rechnen mit einem spießigen Beamten mittleren Alters mit Bauchansatz und schütteren Haaren. Was für ein Irrtum. Edward Snowden ist Verax. Als dieser 29-jährige Junge auftauchte, der auch noch viel jünger aussah, da waren wir ganz schön irritiert und verlegen. Es war ein Schock. Edward Snowden führt die drei zu seinem Zimmer. Selbst dort fühlt sich der junge Mann nicht sicher. Im Schlafzimmer stapelte er Kissen an den Türrahmen hoch und am Boden an allen Ritzen, um es jedem schwer zu machen, der uns von draußen belauschen wollte. Snowden erzählt ihnen von dem Schlüsselmoment, der ihn zum Gegner der NSA machte. März 2013, Auftritt von James Clapper, dem Direktor der US-Geheimdienste, vor dem amerikanischen Kongress. Sammelt die NSA irgendwelche Daten über Abermillionen Amerikaner? Nein, Sir. Sammelt sie nicht? Nicht wissentlich. Es gibt Fälle, wo sie vielleicht versehentlich sammelt, aber nicht willentlich. Für Snowden brachte dieser Tropfen das Fass zum Überlaufen. Da saß der wichtigste Sicherheitsbeamte von Präsident Obama vor dem Ausschuss und log. Ohne Zweifel, es würde nur dann eine öffentliche Debatte und eine Reform geben, wenn er das tat, was er sich vorgenommen hatte. Snowden wurde zum Dieb. Seine Mission, die Menschen vor einem anderen Diebstahl warnen, dem ihrer Privatsphäre. Ich bin wie jeder andere, ohne besondere Fähigkeiten. Einfach nur einer, der im Büro mitbekommt, was passiert und denkt, darüber sollten nicht wir entscheiden, sondern die Öffentlichkeit, ob die Programme recht oder unrecht sind. Ich verteidige gerne die Echtheit der Dokumente. Ich habe nichts verändert. Dies ist die Wahrheit und Sie müssen entscheiden, ob wir so weitermachen. Die drei Journalisten in Snowdens Zimmer sind überzeugt von seinem Motiv und der Echtheit der Dokumente. Meine Chefin Janine wusste, dass ich Guinness-Bier mag. Wenn Snowden glaubwürdig war, sollte ich nur einen Satz mailen. Das Guinness ist gut. Es ist so gut, dass die Enthüllungen aus Hongkong ein politisches Erdbeben auslösen rund um den Erdball. Auch in Deutschland. In Frankfurt am DCX-Knoten laufen Datenkabel aus ganz Europa zusammen. Der DCX besteht aus mehreren Serverzentren, die über Leitungen von Netzanbietern, darunter amerikanische Firmen, miteinander verbunden sind. Setzt die NSA bei diesen Kabeln an, genau wie bei den Datenbanken der Internetkonzerne? Die NSA feels entirely free. Die NSA hält sich für berechtigt, Massendaten in Übersee zu sammeln, einzudringen in die Kabelverbindungen zwischen Google-Centern in Hongkong und Irland und alles mitzunehmen, was durchläuft. Geschieht das auch in Deutschland? Wir fragen beim Verfassungsschutz, ob er der NSA auf die Schliche gekommen ist, ein Jahr nach den Enthüllungen. Also zum einen haben wir nun auch Erkenntnisse über die technische Leistungsfähigkeit, jedenfalls so wie sich das nach den Snowden-Dokumenten darstellt, über die NSA, beziehungsweise, das wird ja regelmäßig eigentlich immer vergessen, GCHQ, den britischen Dienst. Aber darüber hinaus haben wir nun auch geprüft, inwieweit also auf deutschem Boden entgegen deutschem Recht Informationen generiert wurden. Und dazu haben wir bislang keine Anhaltspunkte finden können. Keine Anhaltspunkte. Dem Verfassungsschutz fehlen die Fachkenntnisse für das Aufspüren der technischen Tricks und die NSA nutzt wirklich jedes Werkzeug.
An den möglichen Angriffspunkten im globalen Netzwerk stehen Geräte, Server, Modems und Router, die den Datenverkehr lenken. Deshalb fängt die NSA Paketsendungen des amerikanischen Geräteherstellers Cisco ab, baut in die Router elektronische Hintertüren ein und schickt die Pakete an die Kunden weiter. Wo immer diese Geräte eingebaut werden, kann die NSA dann Datenströme beeinflussen. Einige US-Firmen ermöglichen dem Geheimdienst selbst den Zugang, so wie Microsoft bei seinem Cloud-Service SkyDrive. Die NSA zählt eine ganze Reihe von Technologiefirmen zu ihren strategischen Partnern, vereint in ihrer gemeinsamen Gier nach Daten. Ich glaube, man hat einfach festgestellt in den USA, dass es eben Wirtschaftsunternehmen gibt, die in großem Umfang auf Datenzugriff haben oder Datenzugriffsmöglichkeiten haben, die für die Nachrichtendienste in diesen Staaten von Interesse sind und die man einfach gerne haben möchte, aus verschiedenen Gründen, insbesondere aus Sicherheitsgründen. Und das passte dann einfach zusammen, das nationale Interesse der Nachrichtendienste und die gewaltige Vielfalt an Daten, die Wirtschaftsunternehmen für ihre eigenen Zwecke sammeln. Es sind die Daten, die wir niemals freiwillig dem Staat geben würden, aber der holt sie sich. Bei den Internetdiensten, denen wir, freiwillig, unser ganzes Leben anvertrauen. Gehen wir zu sorglos mit unseren Daten um? Über die Gefahren wollen wir reden mit Menschen, die mit den neuen Technologien aufwachsen. Die Schüler eines Gymnasiums in Bingen haben sich eine App heruntergeladen, die ihre Handys mit dem Kinofilm-App verbindet. Im Film mischt sich eine App auf unheimliche Weise in das Leben einer jungen Frau ein und gleichzeitig in das der Zuschauer. Hallo, ich bin Iris. Sagen Sie Ihren Namen laut und deutlich. Anna. Hallo, Anna. Ich habe eine App, die ich nicht von meinem Handy runterkriege. Darf ich mal sehen? Iris, die App, verbreitet private Fotos und Videos ins Internet, verschickt Beleidigungen und Drohungen per E-Mail und SMS. Hier, guck mal, du hast sie auch. Was heißt, ich hab sie auch? Guck doch, dieses Ding, das meine ich. Die App späht Menschen aus, zerstört ihren Ruf. Welches Arschloch ist das gewesen? Und sie manipuliert sogar technische Systeme mit tödlichen Folgen. Fast alles, was geschieht in diesem Film, ist heute schon möglich. Soll ich den Notruf wählen? Die App wird zur Gefahr, weil sie alle Daten des Nutzers kennt, alles weiß über sein Leben. Wer macht sich denn auch Gedanken darüber, was für Videos und Fotos der so ins Handy lädt? Ja, ich würde solche Videos nicht machen. Und dann habe ich auch keine Sorge, dass die irgendwie an die Öffentlichkeit kommen. Wer hat Angst vor Facebook oder Google? Naja gut, das weiß man ja, wie das mit der Privatsphäre da aussieht. Also ich bin vorsichtiger, was ich schreibe, was ich für Bilder verschicke. Ich habe irgendwie generell Angst, dass erstens die großen Konzerne auf meine Daten zugreifen, dass die missbraucht werden für irgendwelche Werbezwecke, was ja auch bestätigt worden ist schon. Und zweitens halt, dass verschiedene Geheimdienste dadurch Informationen gelangen können. Das sieht aber da natürlich anders aus. Sebastian Mondial, Datenjournalist der Wochenzeitung Die Zeit, zeigt, welche Tricks Geheimdienste und Internetkonzerne nutzen, um an unsere Daten zu kommen. Viele ahnen es. Vorsichtiger sind sie deshalb nicht, wie das ZDF-Politbarometer zeigt. Auf die Frage, haben sie ihr Verhalten nach den Enthüllungen von Snowden verändert, antworteten 54% mit Nein, nur 20% schützen ihre Daten jetzt besser. Was wäre, wenn jemand wirklich problemlos in jedes Gerät, jedes Netzwerk eindringen könnte?
Wenn er Zugriff hätte auf alle persönlichen Daten, unsere Konten, Kreditkarten, Steuererklärungen, private Fotos und Videos. Natürlich ist das nur ein Spiel. Watch Dogs heißt es, gerade erschienen und heiß begehrt, auch weil seit den Snowden-Enthüllungen das Szenario so nah dran erscheint an der Wirklichkeit. Verdammt nah dran. Jeder hat seine Geheimnisse. Was, wenn ich deine kenne, wenn ich sie nutzen kann? Unsere Spielfiguren können das und müssen sich entscheiden. Wenn du etwas in den sozialen Netzwerken postest, zum Beispiel, dass du wochenlang verreist bist, dann weiß das jeder. Du wirfst einen Schatten im Internet und wenn andere die Information haben und benutzen, dann ist das eine Gefahr. Gefahr durch Wissen. Denn Wissen ist Macht in diesem Spiel, Macht über andere. Man kann sie missbrauchen, um Menschen zu manipulieren. Wir müssen eine Grenze dafür festlegen in unserer Gesellschaft. Sie muss darüber entscheiden. Gibt es bei der Nutzung dieser Massendaten einen Unterschied zwischen kommerziellen Unternehmen und dem Staat? Nein, die Grenze sollte für alle gelten. Was wollen wir als Bevölkerung akzeptieren? Das ist die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage auch für die Deutsche Telekom. Sie schottet sich ab gegen amerikanische und britische Netzwerkbetreiber, Einfallstore für die NSA. Die Telekom wirbt mit einem rein deutschen Netz, das sicher sei. Aber auch deutsche Anbieter sind gesetzlich verpflichtet, dem Staat die Daten verdächtiger Kunden zu geben, wenn ein Richter dem zustimmt. Jedes Unternehmen muss sozusagen nach den gesetzlichen Regeln, die auf sie Anwendung finden, mit den Behörden kooperieren. Das ist in Deutschland nicht anders als in den USA auch. Wir können nur als Deutsche Telekom sagen, dass wir mit ausländischen Geheimdiensten in keiner Weise zusammenarbeiten. Ob die Geheimdienste durch die Hintertür kommen, weiß auch die Telekom nicht. Das Threat Center. Hier registriert und analysiert der Bonner Konzern Hackerangriffe, Bedrohungen für seine Computersysteme. Jeder Punkt auf der Karte, der zusätzlich auftaucht, steht für einen erkannten Cyberangriff. Mhm. Davon zeichnen wir bis zu 800.000 pro Tag auf mit knapp 180 Sensoren. Auch Nachrichten aus sozialen Netzwerken werden hier gespeichert und ausgewertet. Also Sie überwachen ja im Grunde genommen die ganzen Social Media. Wie stellen Sie denn sicher, dass Sie nicht mit Nachrichtendienst verwechselt werden? Ja, also wir lesen Zeitung, wenn Sie so wollen. Das sind ja alles nur öffentliche Nachrichtenkanäle. Es gibt natürlich auch geschlossene Twitter-Gruppen, auf die haben wir natürlich keinen Zugriff, sondern wir lesen alles das, was im Internet quasi am schwarzen Brett hängt. Und Sie können das hier unten auch sehen. Wir erhalten hier vor von genau 24 Stunden die Daten und es ist wie so ein Schieberegister. Das heißt, jede neuere Nachricht hier, die jede Minute der Zukunft verdrängt, nach hinten hin wieder was Älteres. Also wir halten wirklich nur die letzten 24 Stunden. Aber wer auffällt in sozialen Netzwerken, macht sich schnell verdächtig. Wir gehen spazieren zur NSA-Liegenschaft in Griesheim bei Darmstadt. Das macht Daniel Bangert jeden Samstag. Er will lästig sein, Arbeit machen, möglichst viel Papierkram verursachen. Letzten Juli geriet er mit einem Facebook-Eintrag ins Visier. Eine Einladung des Spionenschutzbundes zum Spazierengehen am Degger-Komplex. Was als Protest gedacht, aber nicht ganz ernst gemeint war, fand die Staatsmacht gar nicht spaßig. 7.13 Uhr hat mein Handy geklingelt. Ja, guten Tag, Polizei. Sind Sie der Herr Bangert? Ja, bin ich. Haben Sie was mit dieser Facebook-Veranstaltung zu tun? So, ja, habe ich auch. Und in dem Moment klingelt es an der Tür und ich kann vom Bett aus dem Fenster gucken und habe einen Streifenwagen gesehen und dachte, was ist da los? Am Nachmittag klingelte es noch einmal. Und der Staatsschutz hat dann gefragt, ja, was haben Sie für eine politische Gesinnung?
Was machen Sie so? Haben Sie irgendwie Kontakt zu gewaltbereiten Personen oder zum schwarzen Block? Und Stimme beantwortet, der schwarze Block, wen meint er damit? Er hat mir gesagt, ah, wenn du nicht weißt, was der schwarze Block ist, ist ja schon mal okay. Ja, und ich soll doch bitte nicht an die Öffentlichkeit gehen damit. Und ich dachte, danke, das werde ich auf jeden Fall tun. Der Spaziergang wurde dann etwas größer als geplant. Aber längst nicht groß genug, findet Daniel Bangert, weil sich die meisten in Deutschland offenbar nicht bedroht fühlen von der Datengier der NSA. Ja, aber das ist zu kurz gedacht halt. Ja. Vielleicht bin ich in 30 Jahren in einer Position, wo ich über irgendwas zu entscheiden habe. Und dann kommt irgendwer, der mir aus meiner Jugendzeit irgendwas vorlegt und sagt, hier, guck mal, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten. Wir haben das in der Hand. Guck mal, das hast du mal gemacht, war nicht so toll. Aber wenn du mit uns zusammenarbeitest, dann sind wir vielleicht ruhig. Bangert und seine Freunde sind davon überzeugt, dass die gesammelten Daten als Waffe benutzt werden. Um Staaten unter Druck zu setzen, Menschen zu manipulieren und sie im schlimmsten Fall sogar zu töten. Mit einem gezielten Drohnenangriff. Tatsächlich nutzt das US-Verteidigungsministerium Kommunikations- und Ortungsdaten, um Terrorverdächtige auszuschalten. Aber es geht längst nicht mehr nur um den Kampf gegen den Terrorismus. Die Datenmengen sind vielseitig verwendbar. Der Abschlussbericht zu einer geheimen Übung des Pentagon mit dem Codenamen Quantensprung. Darin die Empfehlung, in Internet und sozialen Netzwerken nach Daten schürfen, mit denen man die Wirtschaftsaktivitäten möglicher Gegner der Vereinigten Staaten untergraben kann. Jede Situation ließe sich beeinflussen, so wie im Spiel. Wer alle Daten hat, kann alles manipulieren. Alles und jeder ist miteinander verbunden. Sie können sich in das Leben jeder beliebigen Person hacken. Zapfen Sie Ihre Telefone an. Macht ausüben. Politisch, wirtschaftlich und militärisch. Die NSA untersteht dem Pentagon. Und in ihrem brandneuen Serverzentrum im US-Bundesstaat Utah kann sie 5 Zettabyte an Daten speichern. Das komplette World Wide Web hätte hier Platz. Diese Inhalte holt sich die NSA von den Internetkonzernen, die ebenfalls fleißig Daten sammeln. Diese Firmen sind in einer schwierigen Lage, denn was sie tun, ist auch eine Art von Überwachung. Überwachung zu Werbezwecken, nicht zur Strafverfolgung. Google wirft niemanden ins Gefängnis und tötet keine Terroristen. Google bombardiert uns alle mit Werbung. Vor 15 Jahren entdeckten die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, dass Websuchen höchst lukrativ sein können. Der Konzern macht heute mehr Geld mit Werbung als jedes andere Unternehmen auf der Welt. Jede Suche ist ja der Ausdruck einer Absicht, was man tun will, wo man hin will, was man sucht. Das passt prima zu den Wünschen der Werbebranche. Die Menschen gezielt zu umwerben in dem Moment, wenn sie vorhaben, etwas zu kaufen. Eine Goldgrube für Google. Page und Brin wurden Milliardäre. Aber ihre Datengier ging noch weiter. Sie starteten den E-Mail-Dienst Gmail. Mit so großen Postfächern, dass jeder seine gesamte Kommunikation dauerhaft speichern konnte. Auf den Servern von Google. Was die Kunden nicht merkten, Google durchsuchte die Inhalte ihrer Mails nach Interessen, um die Werbung auf jeden einzelnen abzustimmen. Wenn ich mich in ein Telefonkabel einklinke, wäre das ein Verbrechen. Gmail macht genau das, liest alle Mails mit, um dann gezielt Werbung zu platzieren in Echtzeit. Und dann kam Facebook.
How big an impact has Facebook had on our lives? It's huge. It has over a billion users. I mean, in terms of sheer volume, this is remarkable. Facebook ließ die Menge der verfügbaren Daten explodieren. Meine Freunde beim FBI lieben Facebook. Ein fantastisches Werkzeug, um zu sehen, wer mit wem redet und vernetzt ist, was ihn interessiert und so weiter. Facebook kennt jeden, mit dem du kommunizierst. Sie wissen, wessen Seite du um 2 Uhr morgens anschaust. Sie wissen, ob du eine Beziehung hast oder nicht, ob du Kinder hast. Sie wissen all das, weil du es ihnen gibst. Je vielfältiger und persönlicher die Daten, desto wertvoller sind sie für die Werbebranche. Bis 2007 hatten alle führenden Internetkonzerne Firmen gekauft, die das Verhalten von Internetnutzern analysieren, um dann passende Werbeanzeigen zu schalten. Damit das noch besser klappt, gibt es den sogenannten Tracking-Cookie. Wer eine Webseite besucht, bekommt diesen Cookie, eine Datei mit einer Identifizierungsnummer. Es ist eine einmalige Kennung, die von jeder Website erstellt wird, mit der dein Computer interagiert. Du besuchst irgendeine Seite und dein Computer tauscht sich mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten Servern aus, die von unterschiedlichen Firmen betrieben werden. Brian Kanish hat früher bei einem großen Werbeunternehmen gearbeitet, das von Google aufgekauft wurde. Er betreibt jetzt die Firma Disconnect, deren Software kann die Tracking-Cookies sichtbar machen und, wenn gewünscht, blockieren. Was passiert, wenn man eine beliebte Internetseite aufruft? Zum Beispiel die Huffington Post. Kaum geöffnet melden sich über 60 Cookie-Dateien von Marktforschungsunternehmen, Werbefirmen und Facebook. Der Facebook-Cookie sammelt die Informationen über den gelesenen Artikel, über Depressionen und schickt sie auf den Facebook-Server. Durch die Facebook-Kennnummer weiß das Unternehmen dann genau, welcher ihrer Kunden sich etwas über Depressionen angeschaut hat. Die Leute wissen nicht, wie weit ihre Daten gesammelt werden. Allein die Tatsache, dass sie irgendwo in den Datenbanken lagern, ist gefährlich, weil sie ein gigantisches Ziel sind für Kriminelle und für Regierungsbehörden. In einem Dokument aus dem Jahr 2011 freut sich die NSA über den fast kompletten Zugriff auf die Datensammlung von Facebook. Das Unternehmen sei kooperativ. Mit Daten aus sozialen Netzwerken könne man wunderbar Menschen manipulieren und ihren Ruf zerstören. Aus einer Zukunftsprognose der US-Geheimdienste werden die Motive klar. Sie sehen in der Vernetztheit der Menschen auch eine Bedrohung, weil sich die wütenden, unterdrückten und Entrechteten dieser Welt so leichter zusammenschließen könnten. Die NSA will künftige Gefahren früher entdecken. Den Internetkonzernen geht es um neue Chancen für gute Geschäfte. Beide brauchen dafür massenhaft Daten. Eigentlich also ein Treffen unter Freunden, als Präsident Obama die Chefs der Internetkonzerne im Dezember 2013 ins Weiße Haus einlädt. Aber die Top-Manager sind sauer, weil ihre Zusammenarbeit mit der Regierung öffentlich wurde und weil die NSA sie obendrein noch beklaute. Es ist ein komplexes Bild. In diesen Firmen gibt es Menschen, die idealistisch sind und sich wirklich um die Privatsphäre ihrer Nutzer sorgen. Aber manche denken auch, nur wir dürfen unsere Nutzer ausspionieren, sonst niemand. Ein paar Wochen später stellt der Präsident die Internetkonzerne an den Pranger. Die Bedrohung unserer Privatsphäre kommt nicht von der Regierung allein. Unternehmen aller Art verfolgen, was sie kaufen, speichern und analysieren unsere Daten und nutzen sie für kommerzielle Zwecke. Ein deutlicher Warnschuss? Oder will er nur ablenken von der Maßlosigkeit der NSA?
weder die USA noch Google sind vergleichbar mit autoritären Systemen, die die Menschen direkt knechten wollen. Aber diese umfassende Wissensgier, diese Vorstellung, alles wissen zu müssen, damit man wirklich sicher ist, damit man auch riesige Geschäfte macht, das ist die wirtschaftliche Seite, da ist man sich durchaus ziemlich nah. Und das gefährdet unsere Freiheit. Die einen ist er einfach älter, genau diese Diskussion wollte Edward Snowden anstoßen. Wir fragen noch einmal nach. Was halten Sie davon, dass Edward Snowden letztes Jahr diese ganzen Geheimnisse der NSA enthüllt hat? In einem Punkt gut, dass ein Mensch, der von da drüben das Wissen hat, was wir ja nicht hatten, und das aufgedeckt hat. Aber auf der anderen Seite ist es ein bisschen Verrat seinem Heimatland gegenüber. Er hat die Welt erstmal so ein bisschen aufmerksam gemacht und wachgerüttelt. Mutig. Ja, super. Klasse. Die Befragten im ZDF-Politbarometer sehen es ähnlich. 82% der Deutschen finden Snowdens Enthüllungen gut. Nur 14% halten sie für schlecht. Und doch nehmen sie ihre Überwachung hin. Wenn die Menschen ihre Rechte preisgeben für ein Linsengericht, die kostenlose Suchmaschine, das kostenlose soziale Netzwerk, dann verlieren sie letztlich die Herrschaft über ihre Selbstdarstellung, über ihre Daten und letztlich über ihr Leben. Und das ist mit einer freiheitlichen Gesellschaftsvorstellung völlig unvereinbar. Edward Snowden lässt sich das Recht nicht nehmen, dabei zu sein bei der Debatte um die Freiheit. Technik kann auch dafür ein Werkzeug sein. Die Geheimdienste, so Snowden, sollten diese Technik nutzen, ohne sie zu missbrauchen. Wir tun viel Gutes im Geheimdienst. Dinge, die getan werden müssen und allen helfen. Aber es gibt auch Dinge, die zu weit gehen, die man nicht tun darf und die im Geheimen entschieden werden. Wir werden immer gläserner für die Regierung und für die Geheimdienste, während sie für uns immer undurchsichtiger werden. Wir leben hinter Einwegspiegeln und können unsere Regierung nicht zur Rechenschaft ziehen, da wir nicht wirklich wissen, was sie tut. Geheimniskrämerei, Täuschung, der Missbrauch von Daten. All das bereitet den Boden für Verschwörungstheorien. Die Demonstranten bei der Konferenz in Watford glauben, dass Geheimdienste, Konzerne und Politik gemeinsame Sache machen. Dass sie die Welt kontrollieren wollen, mit Hilfe unserer Daten. Diese Angst mag übertrieben sein, ganz unbegründet ist sie nicht. Und schon morgen.